Hallo, ich bin Sven Schulze, dein Schmerzspezialist. Und in dieser Videoserie zeige ich dir, wie du deine Muskulatur entspannst und deinen Bewegungsumfang erweiterst. Zwei Grundvoraussetzungen für deine schmerzfreie Beweglichkeit im Alltag. Lass uns starten. Um dem oberen Anteil deines Trapezius, also deines Trapezmuskels, etwas Entspannung beizubringen, gibt es eine Übung, die du gerne mit der Atmung kombinieren kannst. Und zwar, du hebst deine Schultern mit der Einatmung und senkst sie so langsam mit der Ausatmung, dass du am Ende der Ausatmenphase die Schultern wieder unten hast. Dabei lernt dieser Muskel hier, dieser Obertrapezanteil, den du wahrscheinlich, während du sitzt, sehr stark angespannt hast. Die meisten haben die Schultern nicht locker, sondern immer ein bisschen angespannt. Das heißt, deine Schulterköpfe sind immer leicht nach oben gezogen. Während dieser Übung lernst, dieser Muskel nachzulassen, also locker zu lassen. Diese Exzentrik, also das langsame Langmachen des Muskels, führt dazu, dass er etwas lockerer wird. Du kannst das einfach mit hängenden Armen machen. Du kannst das unterstützen, indem du Wasserflaschen nimmst, also etwas Gewicht in die Hände nimmst. Dadurch muss dieser Muskel gegen etwas mehr Gewicht locker lassen. Wenn du Hanteln hast, auch stärkere, kannst du diese auch nehmen. Es ist immer wieder das gleiche Prinzip. Aufgerichtete Körperposition, Schultern mit der Einatmung hochziehen und mit der Ausatmung langsam wieder sinken lassen. Desto mehr Gewicht jetzt in deiner Hand ist, gegen desto mehr Gewicht muss dieser Muskel jetzt üben, loszulassen. Das Ganze kannst du 10, 15, 20 Mal wiederholen, wie bei jeder Dehnungs- und Mobilisationstechnik, desto häufiger, desto besser. So, und jetzt bist du dran. Viel Spaß beim Üben.